Ubisoft Presents. Ein Spiel von Tecmo. Ja, Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Willkommen zu Project Zero 2 Crimson Butterfly. Oh yeah, Leute, es geht endlich weiter mit der Project Zero-Reihe. Ach, ihr ahnt nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, diesen Teil hier endlich spielen zu können. Und ja, nun ist es soweit. Ich habe am Ende des ersten Teils gesagt, wenn mir dieses Spiel hier mal ein bisschen günstiger in die Hände fällt, dann werde ich es direkt LP'en. Und ja, so ist es passiert. Ja. Auf eBay oder so, oder Amazon. Ja, Amazon ist ja noch teurer. Auf jeden Fall ist dieses Spiel, vor allem die PS2-Version, nur noch schwer zu bekommen. Das kostet dann schon mal seine 40 bis 70 Euro aufwärts. Und ja, an dieser Stelle muss ich meinen großen, großen Dank aussprechen an einen lieben, treuen Abonnenten von mir, ja, der mir dieses Projekt überhaupt erstmal ermöglicht hat. Vielen, vielen Dank, Twilight Arts. Ja, der liebe Twilight, ja, hat das Spiel mal auf dem Flohmarkt gefunden und ja, war so nett und hat an mich gedacht, hat sich's ja besorgt, konnte mit dem Genre aber selbst nicht sowas anfangen, also jetzt es selbst zu spielen. Und da hat es mir tatsächlich verkauft. Ja. Ich weiß, dass er mir geschrieben hat, dass er es auch selbst mal gespielt hat, aber er wollte es nicht behalten. Deswegen, ich bin ihm wirklich sehr dankbar, dass er ja es mir überlassen hat. Denn ich hatte bisher ja nicht das Glück. Also Twilight, vielen, vielen Dank. Du machst mich echt sehr glücklich damit. Gut. Und ja, Project Zero 2. Gut. Und ohne lange weitere Vorrede, würde ich mal sagen, ja, fangen wir direkt an. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich muss dazu noch schnell sagen, den Anfang kenne ich ein bisschen. Ich habe da schon mal ein, zwei Parts bei meinem, ja, Lieblings-LPR, also bei dem LPR, der mich zum LPN gebracht hat, Suishomaru. Da habe ich ein, zwei Parts gesehen, aber dann, ja, wollte ich die Reihe selber spielen. Den Anfang kenne ich, aber das ist echt zu 90% blindes Spiel. Ja, hat aber genug gequatscht. Ich will anfangen hier. Und ich spiele auf normal. Project Zero 2 Crimson Butterfly. Didn't we always promise each other that we would always be together? We used to play here all the time. Yeah. All of this will be gone soon. Is your leg okay? Does it hurt? It does a little, but I'm fine. Mia? Yes? Never mind. Mayu, about that time back then. Mayu? Mayu! Mayu!
Kann ich? Ja. Ich kann schon steuern. Oh mein Gott, was für ein Intro. Leute, ich hab direkt wieder Gänsehaut bekommen. Oh. Ja, wir scheinen dieses Mädel hier zu sein, Mio. Und ihre Schwester. Moment, haben wir schon eine Karte? Ja, aber. Ah, okay. Noch nichts eingezeichnet. Ja, wir scheinen das Mädchen Mayo zu. Mio zu sein und. Ja, ihre Schwester Mio ist irgendwie in den Wald gelaufen. Warum? Wieso? Weshalb? Der Pfad verschwindet direkt hinter der Statue dieser Schutzgottheit. Ach, das ist dieser Stein, an dem die vorhin vorbeigelaufen sind. Ist das irgendwie, was weiß ich, ein Grenzstein oder so? Haben die hier irgendwie eine Grenze überschritten? Oh, aber gerade war noch alles strahlend hell, helllichter Tag und jetzt hat finstere Nacht. Mayo? Ja. Gute Frage. Mayo, wo bist du? Wo bist du nur hingelaufen? Sie scheint irgendwas am Bein zu haben. Da gab es irgendwie einen Unfall in der Kindheit. Man hatte gesehen, dass sie irgendwie ausgerutscht ist und. Was leuchtet da hinten so? Mayo? A lost village. Project 02. Here that disappeared during a festival. People who get lost in the woods are trapped by the village. Could this be that place? Kapitel 1. Das verlorene Dorf. Das ist ja schon mal eine krasse Aussicht, muss ich sagen. Das Gebiet hier scheint mal richtig groß zu werden. Ein ganzes Dorf. Oh, Entschuldigung, Mayo, ich wollte dich nicht stoßen. Gut. Singen? Also ich habe nichts gehört. Wir haben eher jemanden weinen sehen. Was ist das hier? Diese Laterne leuchtet schwach. Ah. Speicherpunkte. Können wir doch gleich mal nutzen. So. Ja. Ich habe am Anfang gesagt, ich kenne den Anfang des Spiels. Da ich, ja, das mal bei meinem Lieblings-LP gesehen habe. Suishomaru. Kann ich auch sehr empfehlen, den Kerl. Aber ich muss dazu noch kurz was ergänzen. Und zwar, das LP von ihm war ja schon recht alt. Das war noch 10 Minuten Parts, wo er da gemacht hat. Und deswegen
wir werden bald den Punkt erreichen, an dem ich wirklich nichts mehr kenne. Außerdem ist es schon lange her, dass ich das gesehen habe. Ah, sogar das Intro hatte ich schon nicht mehr im Kopf. Ich wusste, dass es noch um die beiden Mädels hier geht und ja, um das Dorf, aber ja, davon habe ich 90% gesagt, das könnt ihr gern auf 99% hochschrauben. Gut. Aber jetzt erstmal schauen, dass ich mich hier irgendwie orientiere. Da hinten scheint ein Tor zu sein. Kann ich da durchgehen? Oder ist das einfach nur Zierde? Wo ist Zierde? Da kann ich nicht vorbei. Aber ich finde es schon mal schön, die Steuerung, zumindest die Laufsteuerung ist noch genauso wie in den alten Teilen. Also im ersten Teil. Hier ist ein Pfad. Was? Warum soll ich warten? Ach so, ach Gott, ach Gottchen, die hinkt ja. Die kommt gar nicht nach, wenn ich hier so da, so vorlauf. Oh, die Arme. Da liegt was am Boden. Eine schwarze Tasche. Es sind einige Blätter und ein Foto. Zeitungsausschnitt. Eine Zeitungsmeldung aus dem letzten Jahr. Landvermesser immer noch vermisst. Kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten am Götterdamm wird nun Masumi Makimura, 26 Jahre alt, ein Landvermesser, der die Gegend untersuchte, vermisst. Herr Makimura begutachtete die Gegend, die nach Errichtung des Damms geflutet wird. Seit 5 Tagen gilt er als vermisst. Ah. Und gleich die Fortsetzung. Die Suche nach Masumi Makimura, 26 Jahre alt, dem Landvermesser, der seit dem 4. dieses Monats vermisst wird, wurde eingestellt. Makimura war mit der geologischen Planung des Götterdamms beauftragt. Seit 10 Tagen gilt er als vermisst. Das Foto eines Mannes und einer Frau ist an dem Artikel befestigt. Ah. Das wird wohl dieser besagte Makimura sein. Mit seiner Frau oder Freundin? Ah, gut. Notizen wurden in die Mappe gelegt. Also da schon mal alles beim Alten. Ja. Gut. Ja, das Gebiet hier scheint wohl doch noch andere Opfer gefordert zu haben. Also hier sind schon noch mehr verschwunden. Und mir kommt gerade noch was. Wir haben die Notizen hier gerade in einer Tasche gefunden. Eine schwarze Handtasche. Und auf dem Foto war ein Paar abgebildet. Kann es sein, dass die Freundin von diesem Landvermesser auch hierher gegangen ist? Ha, keine Ahnung. I wonder if anyone's here. Okay. Wow! Was? Der erste Geist, okay. Ich frage mich, warum die beiden einfach so ins erstbeste Haus gehen. Naja. Gut, liegt doch irgendwo nahe. Also, dass man irgendwie nach Bewohnern schaut oder so. Ja, stimmt schon. Thank you.
Mayu! What's wrong? Oh mein Gott. Das fängt ja mal wieder sehr gut an. Jetzt schon. Ja, ja. Alles schon sehr verstörend. Oh Gott. Die liebe Mayu hat Visionen. Große Klasse. Notizbuch 1. Eine ausgerissene Seite aus einem Notizbuch liegt auf der Feuerstelle. Ich habe schon vorher Gerüchte über das verlorene Dorf gehört. Vor langer Zeit fand dort am Tag einer Zeremonie ein Massaker statt und das Dorf wurde ausradiert. Zwillingsgötterstatuen im Wald führen verirrte Menschen an den Eingang des Dorfes. Sobald man aber durch das Tor schreitet, kann man nicht mehr zurück. Das Dorf erlebt jede Nacht wieder seine Nacht des Todes. Das wahnsinnige Lachen einer Frau soll durch das Dorf hallen. Die einzige Überlebende des Dorfmassakers war eine einsame Frau. Puh, okay. Dorfmassaker. Geht's ja eigentlich durch? Ja. Dann scheinen hier wohl ziemlich viele gestorben zu sein. Ja, das lässt schon mal auf vielfältige Geister hoffen. Oh, direkt das zweite. Ich wollte eigentlich nur in diesen Raum, weil... Ja, das muss das Zimmer sein, in dem uns vorne dieser eine Geist erschienen sein muss. Also hier ist ein Geist erschienen, den haben wir vorhin durch diese... Ja... Durch diese Absperrung da gesehen. Gut. Notizbuch 2. Manchmal spüre ich, wie jemand am Fenster vorbeigeht. Er trägt eine Fackel und stammelt etwas. Er scheint jemanden zu suchen. Aber... Es ist nicht Masumi. In der Entfernung höre ich einen traurigen, zeremoniellen Gesang. Man sagt, dieses Dorf verschwand am Tag einer Zeremonie und erlebt diesen Tag wieder und wieder. Also eine Art Zeitschleife, hä? Aber... Meine Vermutung, die ich ins Blaue geäußert habe, war wohl irgendwie richtig. Ja, die Freundin des Landvermessers ist irgendwie auch hier reingekommen und... Ah, ich wollte gerade schon sagen, wir haben immer noch keine Karte. Doch, passt schon. Gut. Kimono-Raum. Ja, Eingang. Osaka-Haus. E1. Ja, wir werden hier wohl noch mehrere Häuser betreten, denke ich mal. Da geht es dann noch nach oben. Da ist noch eine Tür. Da hätten wir es auch weitergegangen. Okay, ich merke schon. Das wird lustig, hier alles zu erkunden.
feel like we're being watched by someone. Ah, da ist was in der Schublade. Oh, heiliges Wasser, das gibt's auch wieder. Sehr schön. Einmal direkt Vollheilung gefunden. Alte Kimonos, alles Frauen-Kimonos. Okay. Hier noch irgendwie was? Jetzt habe ich wieder gedrückt. Es scheint nichts in der Urne zu sein. Oh. Och, sorry. Mayu. Gott, ich will immer Mio sagen. Dabei sind wir das, wo hier rumlatschen. Sorry, Mayu. Ich will dich nicht anrempeln, aber wenn du mir so im Weg stehst... Speichern will ich jetzt gerade nicht. Ja, mehr scheint es im Moment nicht zu geben. Aber wo lang jetzt? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal weiter unten um, bevor wir uns in die erste Etage aufmachen. Ach, Moment. Da hinten scheint... Da scheint es ganz schön weit rinde zu gehen. Da will ich lieber erstmal da reinschauen. Was? Why? Warum? Gute Frage. Irgendetwas reflektiert das Licht. Kräuter! Hier komme ich scheinbar vorbei. Okay. Ein ausgerissener Notizzettel ist aus dem Bettzeug gefallen. Irgendjemand muss mir helfen. Wenn das jemand liest, bitte findet mich. Ich bin in diesem Dorf gefangen. Helft mir! Miyako Sudo. Aha, damit haben wir wohl den Namen der Freundin, hä? Ich wollte eigentlich nur diesen... ja, Körper hier untersuchen. Altes Bettzeug ist auf dem Boden ausgebreitet. Da ist eine Beule, als ob etwas darunter wäre. Ja, hallo, guckt euch mal die Form an. Ist doch offensichtlich, dass da irgendwie was drunter liegt. Die Schiebetür am Schrank geht nicht mehr auf. Hat sie sich verzogen? Was? War da gerade ein leises Weinen? Gott, Leute, die Geräusch... Kulisse macht mich jetzt schon verrückt. Und was soll bitte diese Kamera? Oh Gott. Ich glaube, wenn jetzt der Körper aufstehen oder sich bewegen würde, ich möchte es mir gar nicht mehr vorstellen. Hier ist ein Gemälde, das so verblichen ist, dass man die Farbe der Blumen nicht mehr erkennt. Klasse, ich habe gedacht, in einem Eck wäre vielleicht noch was. Aber ehrlich, die Kamera, die Perspektive ist abartig. Gut. Hahaha. Jetzt ist aber die Frage, den Gang da weiter runter oder oben rum? Ich würde sagen, das finden wir im nächsten Part heraus. ja. Oh Gott, die Geräusche hier. Ich wollte sagen, das sehen wir im nächsten Part. Tschüss.